3 Kilometer unter Wasser sehe ich 2 Zentimeter. Alles klar, Spiel. Keine Kommentare. So. Da unten sind die zwei noch. So, die holen wir jetzt noch schnell. Ich weiß ja, wo sie sind, direkt vor meiner Nase. Dann rechts rüber, ansonsten ist es wieder käsig. Da, so, und jetzt nur rechts. Das heißt, hier irgendwo. Da, genau. So, da muss jetzt endlich die Schwarze sein. Mann, verpiss dich, du blödes Vieh! So, ich hab's jetzt. Zack, 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 zu dem Psycho da. Dann ist uns wieder gekillt. Ich habe wahrscheinlich eh schon wieder zu lange gebraucht. So, komm, komm, komm. Schwimm, Gerald. Schwimm, schwimm, schwimm. Noch sind sie nicht da. Nicht mehr beeilen. Ja, da sind sie schon wieder. Ja, der wird immer gekillt. Ich glaube, das geht einfach nicht anders. Schaffst du nicht rechtzeitig. Hilfe! Ja, ey, Mann! Ach, Scheißdreck! Fuck, ey, wieder eine Sekunde zu spät. Das kann man nicht schaffen, ey. Ich bin doch gleich an Land geschwommen, wie ich diese Scheißperle hatte. Wie soll ich denn das schaffen? Ich kann doch nicht fliegen übers Spielfeld. Also entweder ist das verpackt oder ich weiß auch nicht. Den kann man nicht schaffen, diesen Auftrag. Mann, jetzt geht's mal am Arsch. Jetzt kann ich wieder tauchen. Ey, Mann, ey. Nee, nochmal mache ich das nicht, Leute. Dann scheiße ich auf diesen Auftrag. Wenn ich ihm die schwarze Perle nicht gebe, kann ich die wenigstens verkaufen. Der gibt mir eh eine kleine Belohnung oder so wahrscheinlich. Da kriege ich, wenn ich seine Perle verkaufe, mehr. Das ist der letzte Versuch. Ich habe keinen Bock, da 20 Mal zu schwimmen, nur wegen so einem Affen. Ja, laber, 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 laber. Hallo! Du sollst diese blöde Pflanze nehmen, nicht drüber schwimmen. Einstein. So, die auch noch. Also, definitiv nochmal mache ich es nicht, Leute. Das ist das allerletzte Mal. Ich habe keinen Bock mehr, da 20 Mal schwimmen, ey, nur wegen so einem Affen, ey. Da verkaufe ich seine Perle, da habe ich mehr davon, da habe ich weit mehr davon. So, da müssen wir runter. Sehe ich schon wieder nicht, jetzt. Das ist wirklich ein bisschen seicht. So, da ist noch eine, komm, 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 Geralt. Mann, geh weg, blödes Saufiech. So lästig, diese Mistviecher, ey. So. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch noch, die zwei. Komm, Gas, Geralt. Gas, Gas. Der schläft ein beim Schwimmen, ich glaub's nicht. Das ist kein Mittagsschwimmen. So, wir haben die schwarze Perle. Diesmal ist schneller gegangen. Das will ich jetzt auch noch haben. Ach, scheiße. Scheiß drauf, Leute. Wir sind scharf, ist wieder nicht drauf da. Boah, schwimm nur nach oben, Mann. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Boah. So, beeilen wir uns jetzt. Sonst schaffen wir es jetzt wieder nicht. Scheiß auf die Perlen da. Ich kann ja nachher noch Perlen holen. Aber jetzt ist das am wichtigsten. Haben wir eh schon wieder verloren. Hat sich schon erledigt wieder. Wir können so schnell sein, wie wir wollen. Dieser Auftrag ist nicht machbar. Der stirbt immer. Der stirbt einfach immer. Der stirbt einfach immer, das ist nicht schaffbar. Das ist ein Bug, dieser Auftrag. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Das ist einfach nicht machbar, weil... Der stirbt einfach immer. Ach, fickt euch doch, ihr Mistviecher. Schlitzt euch jeden einzelnen auf, ey. Zack, stirbt du Kreatur, du hässliche. So, und ich will jetzt Loot. Ich scheiße auf diesen Auftrag. Nochmal werde ich den nicht machen. Ist mir scheißegal. Weil das ist Verarsche, meine Augen. Das ist Verarsche. Ich habe sofort nach der Perle. Ich bin nur einmal kurz zurück. Ihr habt es gesehen. So schnell habe ich noch nie gefunden, diese Perle. Ja, ich habe es beim ersten Tauchgang gefunden. Ich wollte sofort zurück. Nur einmal kurz umgedreht. Und schon sind die da. Ich war nicht mal in der Nähe vom Land. Also das ist total verbuggt, dieses Quest. Das ist einfach nicht machbar. Da müssen sie... Ein Bugfix raus, weil das bringt's nicht. Aber wie gesagt, ich scheiß drauf, weil ich lass mich nicht verarschen. Ich mache das nicht 100 Mal. Das ist einfach nicht machbar. Da haben sie einen schönen Bug eingebaut. So, ich möchte zu Quests. So, haben wir's.
Ja, jetzt habe ich hier einen zweiten fehlgeschlagenen Quest. Wie geil, Mann. Echt. Ach, Mann. Da hätte ich wahrscheinlich eine Belohnung oder sowas gekriegt, aber immerhin habe ich diese scheiß Perlen jetzt. So, ich werde aber nochmal raus jetzt. Ich hole mir jetzt die restlichen Perlen. Weil die kann man sicher gut verkaufen. Ich esse dann noch eine Olive. Einmal gebratenes Fleisch noch. So, bis die heilen. Schadet sicher nicht. Da ist nämlich nur eine Perle, die möchte ich haben. Zwar eine weiße Perle, aber das ist ja egal. Die ist sicher sehr wertvoll. Diese Mistviecher sind schön lästig. Da ist noch was. Das holen wir uns auch noch. Ja, die können wir sicher gut verkaufen. Also wenn wir schon hier sind, dann wollen wir ordentlich Asche haben. Alles andere rentiert sie nicht. So, den dann noch. Ja, komm, verpiesel dich, du. Ist lästig und hässlich. Aber das weißt du ja, ne? Dass du lästig und hässlich bist. So, lass mal schnell Luft holen und dann pieseln wir uns hier. Wir haben jetzt, glaube ich, alle... Mann, Schleichzeit! Idiotenpack, ey! So, verpisst euch. Ich schau mir nochmal im Kreis, aber wir haben jetzt, glaube ich, alles. Mann, schleich dich doch mal, du blödes Mistviech. Ist das ein Scheißviech? Das gibt's ja nicht. So lästig. Ey, sag einmal, verpiss dich du jetzt, du Kreatur, du hässliche. Komm an Land, ey, und ich fighte mit dir, ey. Sag einmal, das gibt's nicht. Sind die lästig, da, ey. Ja, immer wieder, ey. Kann ich jetzt mal im... Ey, sag einmal, gibt's doch jetzt nur einmal ernsthaft, das ist die Verarsche langsam. Wie oft zieht dich diese Male hier nach unten, ey? Ich bin eh schon so schnell. So, ich will nämlich schauen, ob es hier noch was gibt irgendwie. Ne, können wir abhauen, weil diese Mistviecher geben mir so am Arsch, ey. Die sind so lästig, Leute, das glaubt ihr gar nicht. So lästig. So richtige Mistgeburtenviecher. Solche Drecksviecher hast du noch nicht erlebt, ey. Wow, was ist denn das hier? So, jetzt hast du aber gekriegt hier. Kommt an Land und glaubt, der ist lustig. Nicht mit mir, einen Monsterknochen haben wir gekriegt. So ein blödes Fieder. Aber der hat ordentlich kassiert, Leute. Und zwar so richtig. Ein gebratenes Fleisch haben wir uns noch rein in die Kiemen. Und wir meditieren einmal noch. Damit wir wieder die Tränke aufgefüllt haben. So, den Auftrag, wie gesagt, der ist verbuggt, tut mir leid. Das ist definitiv ein Bug, weil so schnell kann man das nicht erledigen, das ist unmöglich. Der gibt dir einfach keine Zeit, das zu erledigen, das ist unmöglich. Also, verschissen praktisch, verschissen und beschissen. Hier haben wir einen schönen Leuchtturm und einen Speicherpunkt. Und wir können jetzt dahin gehen und eine Schnellreise dahin machen oder zu Fuß dahin. Dann werde ich sagen, wir gehen zu Fuß dahin. Das geht auch. Und schauen mal, was da vom schwarzen Brett so Neues gibt, ne? So, dann müssen wir rüber. Jawohl, erfolgreich. Hier gibt es schöne Pflänzchen zum Pflücken für die Alchemie. Oh, die Viecher waren gescheit lästig, Leute. Bin ich froh, dass wir hinterher haben. Aber es ist wirklich schade, dass das Quest verbuggt ist. Also, das ist einfach nicht möglich abzuschließen. Was ist denn hier los? Ah, da müssen wir jetzt laufen, habe ich das Gefühl. Da heißt's laufen. Komm schon. Nee, nee, du. Lass uns bloß in Ruhe. Hey! Mann, läuft an der Stelle. Ey, sag einmal, ey. Das verarsche oder was? Gib Gas, Geralt. Dann machen wir es eben so, Flucht. Hoppala, nicht runter, rauf. Hier darfst du wieder lang. Ah, Drecksvieh! Fuck, fuck, ja, Diamant, Mann, du dummer Hannes. So, und jetzt komm her, blödes Vieh. Ja, wieso trifft ihr mich, Alter? Was soll der Scheiß? Komm her. Komm her.
Wieso konnte ich nicht zaubern? Was ist denn das für... So, jetzt kriegt er aber. Ich lass mich noch nicht verarschen. Ja, da. Nicht mit mir, ihr Säcke. Komm her. Komm her. Ist sogar Level 19. Da muss man echt aufpassen. Ja, komm runter. So, den haben wir es ordentlich gegeben. Jetzt den noch. Komm her. Na komm runter! Wie ist er denn? Da traut sie nicht. Er weiß, was ihm blüht. So. Haha, hat er nochmal Glück gehabt, aber den holen wir uns. Jetzt darf er nicht runter, jetzt habe ich es nicht ready. Schwierig, schwierig. Deutlich über dem Level, aber das ist kein Problem. So, wir haben ihn. So, so ein Mistviech, du. So, aber schönes Loot gibt es auf jeden Fall. Also hat sich rentiert der Spaß mit denen. Jawohl. Schönes Loot, wirklich schönes Loot. Kann man sicher was damit anfangen. So, und wir gehen weiter in diese Richtung. Steck mal das Schwert weg, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen ein bisschen nach rechts. Ich nehme mal mein Schild wieder. Das ist ein bisschen eine bergige Gegend hier. Skellige halt. Viel Wald, richtig ungut eigentlich. Ein Bär irgendwo? Nein. Hoffentlich nicht. So, wir sind gleich da. Ah, da ist eine Taverne. Aber da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ja gut, wir können in den Winter mal nachschauen, aber ich will zu dem Anschlagbrett eher. Wenn ich es denn finde. Wo ist es denn? Da ist es! Da machen wir eine Auftragsparty. Und zwar... Mattes hat seine Ehre zurückgelangt. Verkaufe mit. Warnung. Wahlfleisch. Streifzug nach Süden. Und, was haben wir hier? Petur in Gauna. So. Neue Markierungen haben wir gekriegt. Eine. Ja. Hallo. Aber keinen Auftrag. Ist aber nicht so schlimm. Ja. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. So, schauen wir mal, ob wir ein bisschen was verkaufen können. Egett. Gefangen. Oh. Hallo. Na, was denn? Quint, jawohl, da holen wir uns eine Karte. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Aber vielleicht können wir den was andrehen. Aber ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Ach, macht mir nicht wichtig. Oh, der hat Quint-Karten. Jawohl. Einen Spion, jawohl. Den nehmen wir natürlich mit Kusshand. Das da, einsame Welt. Du hast dieses Buch schon gelesen, okay. Okay, das brauche ich nicht nochmal kaufen dann natürlich. So, dann hat er nur Essen, das nimmt er natürlich nicht hier. Das ist klar. Das ist das hier, Muschel, ja, die müssen wir zerlegen, glaube ich. Und dann kriegen wir da Perlen oder so, irgendwie geht das. So, das Feld, das können wir verkaufen. Pferdehaut natürlich auch. Das natürlich auch. Was ist das da? Reines Silber, das behalten wir. Das behalten wir auch. So, das brauche ich nicht mehr, das kann ich verkaufen, dann kriege ich zumindest 30 wieder. Das nimmt er nicht. Jo. Aber ich müsste irgendwo diese Perlen haben. Genau, Perlen. Die sind nämlich auch was wert und zwar ordentlich. Allerdings nicht hier bei ihm. Muss man dazu sagen. So, Junge, ich kann eine Karte gewinnen, habe ich gehört. Zumindest glaube ich das. Wie wäre es mit einer Partie Quint? Da freue ich mich jetzt drauf.
So, den Spion nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, dann schauen wir, was wir hier raus können. Die auf keinen Fall. Die brauchen wir alle. Das Katapult werden wir weg. So, haben wir da noch was gekriegt? Ja, die kann man auf jeden Fall nur dazu nehmen. So, die normalen Fünfer geben wir zurück. Die Dreier nehmen wir. So, wie schaut es bei dem Monster aus? Da brauchen wir sowieso nur Karten. Haben wir drei Monsterkarten. Supi. Supi, supi, supi. Nilfgaard. Da haben wir schon genug. Wir schauen da, was wir hier für Karten haben. Ja, ja. Sechser. Naja. Eine Sechser gegen die Null austauschen. Das ist schwierig. Aber ich mach's. Ich mach's und wir spielen mit den nördlichen Königreichen. Das sind bis jetzt so die besten, finde ich. Muss schauen, was er hat. So, der Nebel kommt gleich mal weg. Eine zweite Finte, das ist okay, okay. Jo, super Karten, da können wir nicht meckern. Ich würde sagen, so lasse ich's gleich. Los geht's. Auch gegen eine zweite nicht mehr tauschen. Er hat eine, ich glaube, das ist seine Passive hier, dass er eine mehr gekriegt hat. Ja, eine extra Karte. Okay, ist ja kein Problem. So, ich muss schauen, dass der keine grüne hier hat. Ich fange mal mit 6 an. Ich möchte das hier benutzen. Okay, der nimmt Regen. Okay, wenn du mich verarschen willst, das kann ich auch. Ist ja kein Problem. Tschüss. So, okay. Okay. Pass auf, du machst Regen. Ich mach Nebel. Ganz einfach der Spaß. So, wenn der jetzt schönes Wetter hat, bin ich original geliefert, aber ich nehme jetzt die wieder zurück. Eine Finte behalte ich noch. So, der holt jetzt ordentlich Verstärkung. Ich hoffe, der hat jetzt nicht die Karte hier. Das wäre nämlich scheiße. Ich möchte nämlich das jetzt in Verbindung mit dem Horn nehmen. So, der passt. Dann machen wir das so. Das reicht. Da brauchen wir das Horn nicht nehmen. Das behalten wir und passen. Ich gewinne die Runde. Eine Karte kriege ich. 7 zu 5 steht's. 30 habe ich hier, wo er mal gar nichts tun kann. Der ist auch super hier. Also wir haben gute Karten. Und ich kann das Horn auch noch einsetzen und zur Not den hier da was zurückholen. So, ich muss anfangen. Ich nehme das hier. Schau mal, was er nimmt. Er nimmt die hier. Okay. Gut, wir riskieren es mit der. Ich werde jetzt schauen, dass der die Runde nicht gewinnt. 30 habe ich ja noch, also noch 20 im Petto. So, der holt jetzt hier Verstärkung. Ist aber nicht so das Problem. Die werden wir gleich vernichten. So, er macht die hier weg. Das ist mir klar. So, wisst ihr was? Dann locke ich ihm jetzt noch eine Karte raus. Und gehe in die nächste Runde mit vollem Ding. Der wird jetzt, wenn er schlau ist, passen. Den kann er fast nicht. Er kann es nicht riskieren, dass ich dann drüber gehe. So, aber ich werde passen, ihn gewinnen lassen und in der nächsten Runde mache ich ihn total platt, weil er hat jetzt nichts mehr, eine Karte. Und ich habe hier die volle Mantur, inklusive dem hier. Also das ist sicher nichts Schlechtes. Spione haben jetzt auch einen Haufen. Das ist super. So, das war's für ihn. Und wir haben gewonnen. Zack. Ich mache mir jetzt nur wichtig, wir werden jetzt schön Haus hoch gewinnen. So, da, du Scheiße. Ehrlich und schön besiegt. Wunderbar. Alles wunderbar. So, schön gewonnen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.